Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der OV Videowochenschau. Peter Rösch wurde heute Mittag verabschiedet. Der 65-Jährige war seit 2008 als Schulleiter im Gymnasium Antonianum tätig. Und Schwester Beata Linde verlässt nach 13 Jahren das Schönstadtzentrum Haus Marienstein in Endel. Am Sonntag um 15 Uhr findet ihr Abschiedsgottesdienst statt. Weitere Infos zu diesen beiden Themen gibt es in der Ausgabe der OV am Samstag. Und noch ein Hinweis, bitte gut aufpassen, auch wenn jetzt am Wochenende wieder Plusgrade kommen, gerade in der Nacht zu Samstag muss mit Eisregen und auch Blitzeis gerechnet werden. Hier geht's jetzt weiter mit dem Sport. Gladiatorenkampf im Rasterdom. Die Basketballer von Rasterfechter streben ihren 8. Sieg in Folge an. Der Tabellenzweite der 2. Bundesliga Pro A trifft am Samstag um 20 Uhr auf die Gladiators Trier. Beide Mannschaften haben im Jahr 2016 noch eine weiße Weste. Raster siegte 4-mal, Trier 3-mal. Für die Fans von Raster gibt's ein Wiedersehen mit Kevin Smeed. Der Oldenburger, in der vergangenen Saison einer der wenigen Lichtblicke in Rasters verkorkster Serie, ist inzwischen Leistungsträger und Kapitän in Trier. Während die Basketballer von Rasterfechter bereits ihr drittes Heimspiel in diesem Jahr absolvieren, stehen die Volleyballerinnen des VfL Eute vor ihrer Heimpremiere. Der VfL Eute erwartet den Köpenicker SC 2 in der Antonianumhalle. Spielbeginn ist am Samstag um 17 Uhr. Es ist das Duell des 5. gegen den 6. Und noch einen Termin zum Vormerken. Am 8. Februar richtet die Oldenburgische Volkszeitung zusammen mit dem Kreissportbund Fechter die 22. Sportlerehrung im Eutersaal Sextro aus. Die nominierten Sportler, Sportlerinnen und Mannschaften stehen in der OV am Samstag. Zahlreiche Funktionen gibt es unter www.ov-digital.de und heute zeige ich euch unsere Suchfunktion, denn die kann sehr viel und einige, die kennen es von zu Hause, man sucht nochmal einen Artikel über eine Veranstaltung, über einen Freund, über ein Thema, was man gerne haben möchte, was man gerne suchen möchte. Wir haben hier mal das Beispiel Damme Karneval, ist ja bald soweit, die 5. Jahreszeit in Damme. Einfach den Suchbegriff oben eingeben auf der Webseite. Unsere Suche gibt den dementsprechenden Artikel und die Seite aus. Zeigt euch den kurzen Textanriss an und wer jetzt kein OV-Digital-Abo hat, überhaupt kein Problem. Alle unsere Digitalausgaben der OV und unsere Magazine lassen sich natürlich auch einzeln kaufen. Als E-Paper und 3 Tage nach Veröffentlichung auch als PDF. Viel Spaß mit der OV-Suche und weitere Infos demnächst hier. Zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp. Am Samstag findet der Regionalwettbewerb Jugend musiziert in der Kreismusikschule Fechter statt. Los geht es um 9.30 Uhr und die Veranstaltung läuft den ganzen Tag bis in die Abendstunden hinein. Weitere Infos zu diesem Thema gibt es in der OV-Ausgabe am Montag. Das war sie auch schon, unsere OV-Videowochenschau. Noch mehr Videos gibt es, wie gewohnt, auf unserer Facebook-Seite oder auch auf unserem YouTube-Kanal.